Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Heute mit Pfarrer Martin Müller vom Projekt Kirche im Aufbruch. Gib Gott und sein Waffen Sieg. Lass bald enden diesen Krieg. So soll die kleine Marie-Louise künftig jeden Abend ihr Nachtgebet beenden. Ihre Mutter wünscht sich das. Und weil die kleine Marie-Louise ein braves Mädchen ist und es außerdem dafür ein extra Bonbon gibt, betet sie. Gib Gott und sein Waffen Sieg. Lass bald enden diesen Krieg. Aber irgendwann spürt die kleine Marie-Louise, wie sie sich mehr und mehr gegen dieses Gebet sträubt. Bis sie sich schließlich weigert, das Gebet zu sprechen. Ihre Mutter versucht es erst mit guten Zureden und, als das nichts nützt, mit Sanktionen in Form von Süßigkeitenentzug. Schließlich zeigt sich Marie-Louise kompromissbereit. Gott, lass bald enden diesen Krieg, das bet ich. Aber das mit den Waffen will sie weiter nicht sagen und fragt nur, wenn das nun alle beten, gib Gott unseren Waffensieg, was soll Gott denn da machen? Die Schriftstellerin Marie-Louise Bernhard von Luttitz hat diese Erinnerung an ihre Kindheit festgehalten. Das Ganze spielt im Ersten Weltkrieg, also vor über 100 Jahren. Noch vor kurzem wäre diese Geschichte wohl auch nicht mehr gewesen als eine Erinnerung an alte Zeiten und an ein Denken, von dem wir überzeugt gewesen wären, dass wir das zum Glück längst überwunden haben. Aber jetzt ist wieder Krieg in Europa und auch Deutschland liefert Waffen an die Ukraine, damit Putin diesen brutalen und verbrecherischen Krieg, den er begonnen hat, auf keinen Fall gewinnen soll. Also dann jetzt doch wieder, wie schon vor über 100 Jahren, gib Gott unseren Waffensieg, lass bald enden diesen Krieg. Was würden Sie jemand wie der kleinen Marie-Louise eigentlich antworten? Mal ganz kindlich direkt gefragt, glauben Sie, dass Gott sich freut, wenn wir Waffen an die Ukraine liefern? Dass er es gut findet, wenn möglichst viele russische Soldaten getötet werden, weil die so viel Schreckliches begehen? Oder ist Gott gerade irgendwas zwischen tief traurig und total wütend, weil es für ihn nichts gibt, was so wichtig ist, dass dafür auch nur ein Mensch getötet wird. Und deshalb schüttelt er nur fassungslos den Kopf darüber, wie jemand auf die Idee kommen kann, dass dieser Krieg was anderes ist als absolut gottlos und dass er da irgendjemand zum Sieg verhelfen würde. Oder was glauben Sie? Was würden Sie jemand wie der kleinen Marie-Louise antworten? Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, der möge unsere Herzen und Gedanken behüten. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.